Was geht ab, YouTube? Ich bin's wieder, euer 66 Flake. Hört ihr mit Part 7 vom Adventskalender-Opening? Ein Viertel vom Kalender haben wir jetzt schon geschafft. Machen wir einen kleinen Rückblick, was bis dato drin war. Zuerst hatten wir die zwei Hurt-Earth-Gesocks-Karten, dann kam der Riesenfleischwolf, im Anschluss der Mech-Bestückte, dann Galaxion und schließlich und endlich der böse Zwillingsbruder von Naruto, Norito. Mal gucken, was in Türchen Nummer 7 drin ist. Nur eine kleine Info am Rande. Hab jetzt mal endlich angefangen, Attack on Titan zu gucken. Hab jetzt die ersten 8 Folgen weg. Ist eigentlich auf jeden Fall auch ein guter Anime, aber flasht mich nicht so sehr wie Death Note, Parasite oder Tokyo Ghoul. Das mir auf jeden Fall bis zum Schluss angucken und dann wird es auf jeden Fall auch wieder eine Slideshow Game. Gucken wir in Türchen Nummer 7 rein, was uns heute hier erwartet. Und da haben wir wieder eine Exit-Karte. Oh la la. Und zwar der Comic-Held König Artus, ein Erde-Exit, Rang 4. Man braucht zwei Monster vom Typ Krieger, der Stufe 4. Und er hat den Effekt, falls diese Karte durch Kampf zerstört würde, kannst du stattdessen ein Exit-Material von dieser Karte abhängen. Falls du dies tust, sie erhält 500 ATK. Und falls sie dies tut, füge deinem Gegner 500 Schaden zu. 12-4 Angriff und 1-2 Defense hat der Kollege. Ich habe ihn noch nie rausgebracht und auch noch nicht wirklich auf dem Feld gesehen. Und ich glaube, wir haben bis dato auch noch nicht gezogen. Brauchen wir nicht wirklich, aber kommt halt in die Sammlung jetzt rein. Das war's für heute, YouTube. Bleibt immer dran. Euer 66 Flake.